Ja, Freunde, schaut euch mal hier den Ausblick an. Ist das nicht geil? Hier hättest du auf jeden Fall deine Ruhe, wenn du hier drin warst. Es erschreckt mir die, wo auch immer die gerade sind. Ich habe mit ihm gesprochen, die sind hier drin. Polizei! Alter! Damit hat geklappt, zumindest bei Mike. Ich glaube, der Jack, der riecht den Braten gerade. Ob danach nur die Flüchtlingsunterkunft hier war, ne? Man weiß es nicht. Guck mal hier, Kantine. Die ist aber wirklich groß. Ah, der ist nur D-Mark. Krass, das sind. Ihr habt da so eine Kegelbahn. Frisch in der Bude. Das ist ja noch so ein richtig komplettes Büro. Bitte den Schwimmbadbereich nicht mit Turnschuhen, die schwarze Sohle betreten. Dürfen wir nicht rein. Jetzt hier erstmal ein Fittet. Schwimmbad. Der Geruch, der ist komplett wirklich wie man früher das aus der Schule kennt. Ne? Das ist schon. Boah. So, jetzt schreiben wir erstmal eine Deutscharbeit. Ja, moin Freunde und willkommen wieder mal auf meinem Kanal. Ja, ihr seid hier gerade dabei bei der ersten Weltreise gefühlt für mich mit der Bertha. Und zwar geht es heute ungefähr 160 Kilometer über viele, viele Autobahnen. Ist jetzt für mich gerade das erste Mal, dass ich heute wo übernachten werde mit der Bertha, weil immer irgendwas dazwischen kam. Ihr wisst ja, vieles bei mir passiert im Leben und ja, das Wetter sieht jetzt gerade nicht so gut aus dafür. Aber davon lassen wir uns nicht lumpen und werden trotzdem unser Bestes geben, das Ziel zu erreichen. Die Bertha ist nicht ganz fit gerade und ich hoffe mal einfach, dass jetzt alles klappt und dass ich auch heil ankomme und ich würde sagen, Freunde, bleibt bei dieser Reise dabei. Das Wetter ist jetzt nicht so pralle, ist auch irgendwie Gewitter erwartet und so weiter und so fort, aber ich bin gespannt, ob ich gleich mit der Bertha schwimmen muss oder auch nicht. Bleibt dabei, Freunde. Also ich würde sagen, Freunde, das Wetter läuft, nur gewaltig schief in die verkehrte Richtung. Aber naja, da hinten ist Licht am Ende des Horizonts. Mal gucken, was da so geht, ey, in die Richtung. Halleluja. Freunde, ich glaube, es ist bald soweit. Die Welt geht unter. Land unter hier, wo ich gerade fahre, mit Blitz und Donner und allem drum und dran. Wir kommen dem Sauerland immer näher. Berg und Tal, hoch und runter. Ja, Freunde, mittlerweile ist das Wetter ein bisschen besser geworden. Das ist schon mal sehr gut. Und wir sind jetzt hier gleich, oder wir sind jetzt schon mitten hier im Sauerland. Und ja, ich bin gespannt, was es da gleich gibt. Der Platz, wo wir gleich stehen. Das Lustige ist ja, dass die zwei Grazien, nämlich der Mike von Urbex MK, nicht MK Urbex, und der liebe Jack Silver, Lost Place Info, die wissen gar nicht, dass ich komme, weil die denken, ich komme nicht. Das war denen auch scheißegal. So ist das heutzutage. Da bist du einfach vergessen. Haben die nämlich gedacht, Bertha, nö, traust du nicht mitzufahren? Egal, wir fahren einfach mal. Ne? Gruß geht raus, ihr alten Schnarchnasen. Ihr alten Arschnasen hier. Ja, wisst ihr Bescheid, Freunde. Ne? So ist die Menschheit heute. Und deswegen, das wird eine Überraschung werden für die, dass ich überhaupt jetzt da auftauche und dass ich die Fahrt auf mich genommen habe mit der Bertha. Jetzt sind es noch 53 Minuten, 54 Kilometer. Bertha nimmt die Steigungen wie ein junges Reh. Ja, Freunde, schon eine schöne Gegend hier, ne? Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. War von euch schon mal jemand hier irgendwie in Winterberg, Ohlsberg, Sauerland? Würde mich mal sehr interessieren. Weil, ja, ich finde, man fährt aus dem Ruhrgebiet jetzt quasi. Ich meine, gehört ja, glaube ich, noch zum Ruhrgebiet, ne? Sauerland, Ruhrgebiet, keine Ahnung, auf jeden Fall. Fährt man gar nicht so weit und trotzdem ist das echt schon eine ganz andere Landschaft. Bin jetzt nicht so der Bergefreak und so weiter, aber trotzdem sieht das echt schon cool aus. Ich glaube, ich bin jetzt 2 Stunden gefahren, weil man hier halt auch quer durch Dortmund fährt und überall 60 ist und keine Ahnung, so wie jetzt hier gerade man auch über Land fährt. Und, aber echt schon schön, echt schon ein Erlebnis. Und schreibt mal fleißig in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Ich weiß jetzt auch mittlerweile, warum man da 2 Stunden fährt, weil man hier wirklich hoch und runter wie bei Heidi auf der Alm fährt. Halleluja. Das sieht doch geil aus da, ne? So ein richtiges Schloss da oben, ey. Aber da müssen wir nicht hin, wir müssen nämlich rechts. Steht da oben nicht schon der Jackie from the Silver? Ich glaube ja. Und da steht auch schon der andere Knallkopf da. Und die denken sich jetzt erstmal, was macht der denn jetzt hier? Hundertprozentig denken die sich das. Aber egal. Mich kennt keiner ab hier. Da sind sie, die Nasen. Herr Freund, habt ihr gesehen, ich bin auf geheimer Mission unterwegs. Da stehen unsere 3 Autos jetzt. Und die werden bestimmt schon die erste Location, wenn die ausspionieren, haben sie nämlich, oder hat der Jackie mir gesagt. Und die werden sich gleich mal wundern, was ich auf einmal hier mache. Vielleicht kann ich die ja sogar erschrecken. Das wäre doch mal geil. Aber guck mal hier. Ist das nicht eine Aussicht? Ist das nicht eine Aussicht, Freunde? Halleluja. Freunde, da rufe ich gerade den Jack an. Ne? Da geht der nicht dran, drückt er mich weg. Der ist hundertprozentig schon in dieser Reha-Klinik drin. Darum geht es nämlich hier.
um eine verlassene Reha-Klinik. Eigentlich war der Plan, dass man am Morgen reingeht. Heute erstmal nur ausspionieren, aber ich glaube das nicht. Ich traue dem Braten da nicht. Ich glaube, dass die beiden Pappnasen nämlich schon da schön drin sind. Ja, beziehungsweise nicht nur außen halt und drin sind und auch schon filmen. Aber vielleicht kann ich die jetzt gleich erschrecken. Vielleicht klappt das. Ja, Freunde, ich spreche mal ein bisschen leiser. Da ist die Tür offen. Es sind überall Zaun. Ich glaube, da drin sind irgendwo die zwei Nasen. Nur wo? Hören tue ich nichts. Da erreichst du eh den Papst, Freunde, ehrlich. Jetzt erschrecken wir die, wo auch immer die gerade sind. Ich habe mit ihm gesprochen, die sind hier drin. Weil hier alles offen ist. Mal gespannt, ob wir die nicht erschrecken können. Glas. Hier sieht es jetzt noch nicht so interessant aus. Aber wir gehen mal weiter. Sorry, dass ich flüster, aber ich werde mal gucken, ob wir die nicht erschrecken können. Weil die denken, ja, ich bin gar nicht hier. So groß, ne, ob man sich hier dann jetzt findet und dass ich ungesehen bis zu denen vordringen kann. Ich höre die quatschen rum. Alter! Das ist so ein Arschloch. Ja. Hast du gut gemacht, ne? Die alten Leute erschrecken, ne? Genau. Das habe ich sehr schön gemacht. Da habt ihr doch nicht mit gerechnet, oder? Nee. Ihr habt doch gerade telefoniert zusammen. Ja, ich habe gesagt, ich bin in Gelsenkirchen. So, und der müsste eben auf dem Gang hier. Wegen Erschrecken nicht gut. Dann wird das doch mitgekriegt haben. Freunde, wo ist der Jack? Ja, Freunde, schaut euch mal hier den Ausblick an. Ey. Ist das nicht geil? Ihr hättet auf jeden Fall deine Ruhe, wenn ihr hier drin warst. Das war mal auch eine Flüchtlingsunterkunft. Und halt so eine Reha für psychisch Erkrankte. Hier ist so ein Räumchen mit so einer kleinen Küche. Ein Stühlchen, guck mal, wie schön landen hier oben.
Und dann hier irgendwie so ein Teil, was auch immer das kann. Geprüft 2017. Inotec. Wo wir jetzt hier oben sind, so wie das Zimmer. Da gibt es auch nicht viel zu zeigen. A002, 005. Fluchtrettungsplan. Und ansonsten ist das Ding jetzt ziemlich leer. Das ist ja mal eine Sprache. Halleluja, das sagt ja wahrscheinlich jeder zum Thema Flüchtlingsunterkunft. So wie ich ja schon rausgefunden habe. Der Mike sagte gerade, das Ding ist irgendwie seit 2021 verlassen, habe ich gehört. Und ja, wie gesagt, Reha-Klinik, Flüchtlingsheim, alles drum und dran war hier. Ja, Freunde, aber das hat geklappt, zumindest bei Mike. Ich glaube, der Jack, der riecht den Braten gerade. So ein Überbleibsel hier, gerade gar nicht gesehen. Handabdrücke von den letzten Bewohnern. Dann können wir hier im Klassenraum. Vielleicht haben sie zum Schluss Deutsch gelernt. Ich weiß nicht, seit wann jetzt oder wann die Flüchtlingsunterkunft hier zuletzt war. Das ist halt so eine Frage jetzt, ne? 2021, gilt das für die Reha-Klinik, Mike? Die 2021 oder? Ob danach nur die Flüchtlingsunterkunft hier war, ne? Man weiß es nicht. Ach, guck mal hier, Kantine. Ja, ich glaube, das ist auch noch nicht so lange leer. Da hinten kamst du raus, wieder in die Landschaft. Hier hast du noch richtig schön, vor allen Dingen ohne Vandalismus, hier diese ganzen Glasteile hier und wo man sich schön das Essen zubereiten konnte. Da hinten hast du sogar noch eine große Küche. Ja, wow. Die ist aber wirklich groß. Da hinten mit den ganzen Teilen, wo die riesen Apparillos sind für irgendwie was frittieren und so weiter und so fort. Hier ganze Edelstahl. Ich frage mich ja immer, so die Kabeldiebe, das ist ja auch was wert hier, ne? Was hier noch alles rumsteht. Und das interessiert keinen, der Edelstahl. Übrigens habe ich deinen YouTube-Kanal mittlerweile verstanden. Ich habe jetzt schon im Auto vorhin, habe ich so ein bisschen gequatscht, habe ich gesagt, Urbex MK, nicht mehr MK Urbex. Ja, ich habe es nach 160 Jahren dann doch mal gelernt. Bei so einer Station, hier ist bestimmt irgendwas mit Kegelbahn oder so, ne? Gekühlte Getränke, außer Betrieb. Ja. Was ist das denn noch für ein... Ah, das ist noch D-Mark. Wie krass ist das denn? 5 D-Mark. Da haben sie es schon geändert. Ja, 0,57 Pfennig. Ey, 50 Pfennig, 50 Cent. Aber sonst trotzdem lustig. Ein ganz, ganz uralter Automat. Ja, Freunde, ihr habt da sogar noch eine Kegelbahn. Die ist natürlich schon richtig zerruppt. Aber, naja, hier konntest du deine schönen Stunden hier verbringen und hier eine Runde kegeln. Da kannst du jetzt schon nicht mehr wirklich viel von erahnen. Da hinten siehst du zwar noch die Bahn, aber, naja, hier waren die Kugeln mal drin. Steht denn hier noch? Nicht rauchen, Raum gut belüften. Hier stinkt es auch irgendwie so nach, ich weiß nicht, Chlor oder sowas. Oder Schimmel und Chlor, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall riecht das hier ganz, ganz komisch. Ein altes Klavierchen. Funktioniert das noch? Hast du das schon ausgetestet? Ich habe nicht drauf gedrückt. Ich habe nur einmal an den Seiten dran gezogen. Ja, hättest du uns doch mal was spielen können hier. Ich traue mich nicht so unbedingt, weil ich war nämlich vorhin so ein paar Geräusche in der Bude drin. Ist ein bisschen verstimmt, aber ich glaube, es funktioniert noch. Von, boah, ist aber auch schon uralt, ne? Ich hatte erst SpongeBob gesehen. SpongeBob Schwabkopf. Sponagel. Aber wie krass sieht das denn aus hier mit diesen Teilen, ne? Die bewegen sich dann, ja. Krass. Da ist so bestimmt auch schon irgendwie aus den 40er Jahren oder so. Auf jeden Fall sieht das uralt aus. Ja, und das sind Ersatzteile, gibt es drüben beim Hausmeister. Eieiei. Sehen hier nochmal von so einem Flügel hier. Nochmal das Innenleben. Was ist das denn? Adidas? Sind das hier so Dingschuhe, ne? Ich denke mal für Langlauf oder so. Langlauf-Skier oder sowas, ne? Auf jeden Fall flansch neu. Ja. In Größe 47. Passt keinem von uns. Ne, ich habe 45. Ich habe schon so halbe Feueraustreter. Aber irgendwie, das passt mir selbst nicht. So, hier sind auch nochmal. Was ist denn Fliesen? Oder? Fliesen, Ersatzteile. Hier ist auch noch eingeräumt. So, hier geht es einmal nach draußen. Na, guck mal, jetzt bist du hier auf einmal im Anlieferungsbereich gerade mal durch. Hm? Ja. Trafo Union. Strom muss fließen. Vorsicht, Hochspannung. Hier haben wir mal so einen Raum mit Gerümpel und allerlei. Da holt sich die Natur schon alles zurück. Hier geht's weiter.
so ein Lagerraum. Das ist kaputt gemacht, würde ich sagen, ja. Alter Falter. Hier haben wir immer irgendwelche Sachen gelagert. Und alles ist hier komplett wirklich beschriftet, hier mit diesen BU1009 elektrischer Betriebsraum, unbefugten Zutritt verboten. Also ich glaube, im Dunkeln kommt die Location hier richtig gut. Hallo. Wow. Hier ist ja erstens komplett alles offen. Und dann hast du hier noch so ein richtig komplettes Büro. Und das ist aber der Mike von sagte. ÖXMK, ne? Denkt dran, geht auf seinen Kanal drauf hier. 2021. Da stehen so noch die ganzen Telefonnummern auf. Aufnahmestation, Adsekretariat. Und hier ist alles komplett zurückgelassen worden, wirklich. Auch wenn das Ding hier komplett leer ist, alleine dieser Raum hat sich schon irgendwie wirklich gelohnt. Da hinten sind nur die ganzen Unterlagen, da stehen da hinten Kalender von 2012. Da hinten sind nur die ganzen Akten eingeräumt. Und hier solche Bilder. Wassily Kandinsky, diese ganzen Drucke, die hängen ja auch immer in diesen Büro- und Arztgebäuden. Da hinten noch ein alter Drucker. Erste Hilfe, Auffinden einer Person. Was ist denn hier drin? Ganz normales Wasser oder ist das? Steht da? 60 Liter Wasser. Ich denke mal, das wird was mit dem Schwimmbad zu tun haben. Ach, Schwimmbad gibt's ja auch? Ja. Aber wir werden idealer Kanister so viel im Auto, ne? Ein bisschen groß. Oh. Kleines Mensch. Ich wollte gerade sagen, ganz klein, ne? Das ist ja heftig groß. Das ist mal ein Kavemsmann, ne, Freunde? Wenn ihr so eine Heizung kennt im Häuschen und dann jetzt hier in so einem krisengroßen Reha-Zentrum, dann wisst ihr Bescheid, ne? So ungefähr, weiß ich nicht, 5-6 Mal so groß. Ja, so alte Tanks. Eieieiei. Dritter. Wir waren hier. Ey, mein Geburtstag. Krass. Wieder so ein ellenlanger Gang. Oben haben wir schon gut gepflückt. Ja, das ist gefährlich, aber das Blaze nicht auch, ne? Ich sag ja, im Dunkeln, Freunde, hat das Ding hier was ganz Spezielles. Bitte den Schwimmbadbereich nicht mit Turnschuhen, die schwarze Sohle betreten. Dürfen wir nicht rein. Wir müssen hier bleiben, Freunde. Mike, der läuft hier schon so rum, ne? Als wenn du hier eigentlich, du hast hier gearbeitet, glaube ich, ne? Du musst mir das jetzt noch sagen. Du musst das noch als Bademeister mir noch sagen. Bitte zur Desinfektion die Fußsprühanlage benutzen. Das lohnt sich sowieso nicht, Aldi, weil du sowieso mit schwarzen Schuhen hier drin bist. Ja, stimmt, ich darf ja gar nicht hier sein. Das ist eh schon durch. Das ist ja scheiße. Du Heiland. Okay. Haben sie erstmal zugemacht? Möchte ich jetzt nicht. Nee. Ich war jetzt gerade erstmal ein bisschen irritiert. Ich habe jetzt gerade erstmal gedacht, was ist denn hier los? Ist ja mal ein fetter Brummer, ne, hier. Vor allen Dingen, ja gut, jetzt ist die Natur natürlich da hinten schon mit den Bäumen direkt da schon reingewachsen, aber mit einem coolen Ausblick noch nach draußen hat sie erstmal ein fettes Schwimmbad. Ja, nicht schlecht. Alles zugemacht mit Platten. Das hätte ich auch gerne zu Hause, ey, so ein Schwimmbecken. Sind die Umkleiden, aber die sind alle lost. Hier. Ist da noch mal Gutes? Gymnastikhalle. Können wir Sport machen hier? Ui. Ja. Wie das hier drin riecht. Ja, wie eine Schulhalle, ne? Ja, wie so eine Sporthalle. Als in der Grundschule, ja. Genauso riecht. So, jetzt machen wir alle mal einen Hampelmann. Ja, aber wirklich, der Geruch, der ist komplett wirklich wie man früher das aus der Schule kennt. Ne? Das ist schon. Boah. So, jetzt schreiben wir erstmal eine Deutscharbeit. Och nee, hier sind wirklich nur Tafeln. Scheiße, ey. Und ich habe das jetzt einfach mal so gesagt, aber das stimmt sogar. Motto Otto, Song for you. Pauline, Silvi, Tobi und Steve waren hier, 13.05.24. Alles noch nicht lang her, ne? Da, siehst du, habe ich gerade noch gesagt, Deutsch. Und da oben steht A, B, C, D, E, F, G bis Z. Halleluja. Schön hier eigentlich so die Umgebung. Ich glaube, hier konnte man es sich gut gehen lassen, wenn man halt irgendwie eine psychische Erkrankung hatte oder so. Weil das einfach auch ziemlich abgelegen ist. Und so, glaube ich, der Erholungsfaktor dann auch da war. Haben sie auch schon alles komplett rausgeruppt. Freunde, der Jack, der lässt sich wieder Zeit. Wir stehen schon seit einer halben Stunde gefühlt hier vor dem Grundstück. Der weiß ja immer noch nicht, dass ich da bin. Aber ich glaube, der hat den Braten so ein bisschen gerochen. Weil der Mike hatte ja gesagt, von wegen, der wollte den ja zu mir locken. Aber der hatte halt gesagt, nee, erschrecken, hat er keinen Bock drauf. Ich weiß nicht, ob er dachte, generell ihn hier erschrecken oder ob er mich hier vermutet. Ihr habt ja die ganze Vorgeschichte mitgekriegt.
Ja, irgendwie tun der jetzt hier immer noch rum. Deswegen habt ihr jetzt noch mal einen kleinen Nachtrag, einen kleinen Einblick hier aufs Grundstück. Und mal gucken, ob wir den hier noch finden. Hier blüht aber auch noch wirklich viel. Ne? Das sieht schon echt noch schön aus. Der Weg hier, der sieht so ein bisschen aus wie von Walking Dead. Guck mal da. Außen, seht ihr das? Dschungelbuchfiguren an den Fenstern. Auch schöne Blümchen hier. Was sind das denn für welche? Freunde, schreibt mir in die Kommentare. Die sehen ja cool aus. Die Vögel, die zwitschern auch schön hier, Freunde. Ist eine richtige Stille hier, ne? Ja, Freunde, geile Nummer. Irgendwie ist der Jack Fronze Silver Line ist schon wieder irgendwo, keine Ahnung. Der ist an uns vorbei, obwohl das eigentlich gar nicht geht, ne? Weil wir sind doch jetzt der, vorne... Der wird wahrscheinlich das Tarnmäntelchen angehabt. Wahrscheinlich. Ja, also warten wir, der Schrecken links, der hat natürlich mein Auto schon gesehen, weil er ist nämlich schon am Auto, bzw. an unseren Autos. Deswegen, das, ja, wart jetzt an dieser Stelle hier, Freunde. Kann man nichts machen, ihn konnte man nicht erschrecken, den... Ja, die konnte man erschrecken. Ja, er hat demnächst im Video. Ich glaube, er hat gerade schon gesagt, er hat einen leichten Köttel, glaube ich, in der Hose. Weil ich habe ja da schön gerufen, Polizei, und der hat mich genauso angeguckt. Das war schon lustig, Freunde, ne? Eine schöne Bank hier. Wähle einen Beruf, den du liebst, und du brauchst keinen Tag in deinem Leben arbeiten. Und dann hast du hier so ein Schrüppchen hier, da kannst du deine Bank hier noch schön sauber machen. Und hier an der Seite für ihre Kippe. Ja, so kann man doch die Natur sauber halten hier, wenn man das mal so in jeder Bank machen würde. Schöne Natur, die man dann auch pflegt und keine Scheiße passiert, das alles hier verdreckt. Ja, Freunde, zu späterer Stunde, es ist noch nicht ganz dunkel, aber gleich wird es dunkel, stehen wir hier mit unseren drei grazilen Brummern und haben jetzt hier noch so ein Ding entdeckt hier. So ein altes, ja, ich weiß nicht, Gasthof, Restaurant, Hotel, aber ich glaube, da kommst du nicht rein. Aber hier, guck mal im Hintergrund, wie schön. Und vor allen Dingen hier auch, guck mal hier, die alten Laternen, so wie in Frankreich, Baguette, Jeannette. Richtig cool sieht das aus, ey. Ja, bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier so weitergeht. Aber ich glaube, ich komme hier nicht rein. Also lustig ist das auf jeden Fall. Ne, guck mal hier, hier steht noch wirklich viel. Ja, aber da ist viel, aber hier stehen noch so Sessel drin. Schon cool aus, alles schon hier komplett mit Moos hier. So richtige 70er-Sessel. Lampe hier. Spinnenweben überall, schon hier wieder diese Lämpchen. Das ist, glaube ich, so richtig in der 80er stehen geblieben hier. Die sind aber auch so dreckig, dass man ja noch nicht mal irgendwie so einen Blick da drin. Ich glaube, da vorne sehe ich einen Tresen und eine Werkzeugkiste. Ach, Tom, jetzt. Und jetzt so. Mann. Jetzt durch das Gesicht. Das ist auf jeden Fall schon ziemlich interessant, das Ding, ne? Da hinten sehe ich, da stehen auch noch Tische drin. Und da steht irgendwas von Aufzug. Tragfähigkeit 300 Kilo. Hier im Gegenzug dazu sieht aber ein bisschen moderner aus. Ich glaube, dieses Teil wird vielleicht noch genutzt. Wo der Mike gerade rumtun und das hier bröckelt schon so vor sich hin. Könnte ich aufmachen, steht da. Ja, geht auch nicht auf. Ah, sieht noch cool aus da drin. Guck mal da. Ist noch so ein roten Teppich da. Wird noch irgendwie genutzt, steht da für einen Aquaservice. Also das Ding ist auf jeden Fall hier kein Lost Place. Also beziehungsweise ja schon, aber irgendwie ist hier, glaube ich, dann auch irgendwie eine Nutzung. Da kannst du knicken. Ja, wo sind wir jetzt hier wieder gelandet, ey? Auf der Suche, gleich zumindest nach einem Schlafplatz, Essplatz, was auch immer, haben wir jetzt hier noch irgendwie eine Location, wo wir jetzt gerade mal angehalten haben, um die mal, ja, abzuchecken. Ja, dann hört ihr im Hintergrund, hier ist noch der Bach am Laufen da, Plätscher, Plätscher, und ist schon eine ganz geile Sache hier. Ja, ein schönes kleines Städtchen hier und man hat hier auf jeden Fall seine Ruhe, definitiv. Reue ist klein, Hofart ist gemein, Lieb ist vergangen, Gerechtigkeit gefangen. Schöne alte Sprüche hier auf den Häusern, ist schon cool hier. Oben ist auch noch wieder so ein Spruch, gieß deine Segensfülle aus, auch über dieses Haus 1947. Ja, die Leute hier, die sind auch schon aus den 40er Jahren hier. Habe ich gerade hier so aufgegabelt. Freunde, da oben im dritten Fenster ist nur Licht an. Überleg mal, wir wären da reingekommen. Da oben steht noch ein Wäscheständer. Könnt ihr das sehen, da oben rechts? Ja, ja, ein Satz mit X, das war wohl nichts. Auf geht's jetzt gleich irgendwie was zum Essen und Schlafen und keine Ahnung, beziehungsweise schlafen noch nicht, aber wir haben jetzt, glaube ich, gerade, ich weiß ja gar nicht, 9:30 oder so, aber irgendwie an Locations geht heute irgendwie nichts mehr. Deswegen, Freunde, irgendwie muss man gleich mal was essen, ey. Ich hab Hunger. Ja, wie sind Sie denn? Gibt's hier das Essen?
Ja, krass. Die Nudeln kochen schon. Ja, die sind schon übergekocht gerade. Die Ludolfs sind am Start. Nicht so drauf. Also nicht so drauf? Nee, ich heiße nicht Ludolf, deswegen. Bist du nicht der Peter? Boah, da kommt der Nächste mit einer, boah. Plutos Lichtbeleuchtung. Alter. Man kann Nudeln machen warm, man kann Nudeln machen kalt. Ja, Freunde, zu später Stunde bequem gemacht hier mit dem Pilsken. Und da ist der Chefkoch, der kocht uns jetzt gerade hier ein Pesto. Und ja, der andere verwirrte Mann, der läuft da hinten rum. Irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, der sucht noch irgendwas hier, ich weiß es nicht. Der sucht den Tag von gestern. Der leuchtet mit seiner neuen Taschenlampe rum. Hinterlege ich dann so italienische Musik da noch, ne? Ja, ich nenne dich jetzt nur noch Michelangelo, der italienische Koch. Mit dem Pesto. Mit dem Pesto, al dente, bella macchina. Das heißt schönes Auto, das weißt du ja, ne? Ist mir doch egal. Hat sich gut angehört für das Video. So. Dann sage ich halt bellissima. Jetzt muss ich mal raus aus dem Auto. Und muss mal die Nudel irgendwo so ein bisschen Wasser befallen. Nein, das auf ist jeden Fall füllt es den Magen. Aber es riecht doch gut. Findest du? Oh. Pesto? Ja, die erste Nudel ist schon über Bord gesprungen hier. Weil wir haben Pfeffer, wir haben Paprika, wir haben Chili. Wir haben hier oben die große Mühle. Wir haben Kräuter der Provence und wir haben Oregano. Kräuter der Provence hört sich immer gut an, ne? Also hier geht was. Hier geht richtig die Luzi. Vollwertige Nase. Mhm. Was denn das für? Was? Das ist nicht normal. Weißt du, ich heiße Schinkenwürfel. Bosche. Aber das ist doch gar nicht gut. Das sind Schinkenwürfelchen. Mosche. Du Schinkenwürfelchen, du Kleiner. Ich glaube, dieser Mann hat eher was gekifft als ein Bier getrunken. Deswegen ist er auch die ganze Zeit dick gelaufen. Hinterrücks hat er sich um die Ecke, hat er sich ein gekifft. Schinkenwürfelchen. Ein kleines Schinkenwürfelchen. Oh, hier. Siehst du, da ist der Dampf von dir. Was ist jetzt schon wieder an den vegetarischen Schinkenspicker so schlimm? Cool, ich hab vegetarisch. Oh, ich kann das nicht mehr. Oh, ihr seid doch alle scheiße. Wie hieß das? Vegetarischer Schinkenspicker. Ich hab Tofu mit Holz. Ich wollte gerade sagen, du hast Toastbrot mit Holz und ich habe den passenden vegetarischen Schinkenspicker dazu. Ist aus dieser Welt geworden, sag mal ganz ehrlich. Da draußen ist es mittlerweile schon hell, Freunde. Ah, Freunde, zerzaust sehe ich aus. Halleluja, ey. Ja, ich habe irgendwie die Nacht gar nicht gepennt. Ich habe mich gewälzt von einer Seite zur anderen und, boah, irgendwie weiß ich auch nicht. Das ist so, ich mache mal ein bisschen Licht hier, ey. Das ist so, ich weiß nicht, meine erste Nacht im Camp habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Vor allen Dingen nicht so zerzaust, ey. Nee, aber, ja, was willst du machen, ne? Wenn du nicht schlafen kannst, kannst du nicht schlafen. Wir haben uns gestern noch so, ich weiß nicht, 3 Bierchen genehmigt. Und, ja, das war jetzt nicht so pralle, glaube ich, für meinen Körper. Ich habe schon ewig nichts mehr getrunken. Deswegen, ich habe mich irgendwie nur gewälzt und unruhig und keine Ahnung. Aber was willst du jetzt machen, wie ich gerade schon sagte? Aber da soll noch mal einer sagen, der Tomex ist nicht früh auf. Nee, das kann keiner zu mir sagen, weil ich bin der Erste, der irgendwie hier aufsteht. Beziehungsweise wach ist. Weil die anderen sind noch alle, glaube ich, eine Pofe. Auf jeden Fall geht's gleich irgendwie mal los, glaube ich. Hey Freunde, hier sind wir schon wieder auf spannender Mission unterwegs. Hier ist so ein Haus, da ist der Einstieg aber sehr, sehr mysteriös. Und guck mal hier, ein alter Automat. 50 Cent kommen da rein? Dann läufst du Richtung Lost Place und dann hast du hier sowas. Und wenn da was zum Basteln drin ist, also musst du aber dann basteln. Das ist jetzt gar nicht so. Ja, pass auf, jetzt hier.
Alter, aua, da hat er den Daumen gebrochen. Muss jetzt zurück? Ah! Direkt in den Busch geholt. Ah, komm hier. Ich wollte ein Kaugummi haben, verdammte Hacke. Was hast du denn jetzt da? Weiß ich nicht, pack mal aus. Ich wollte ein Kaugummi, kann ich doch nicht essen, die Kugel, verschlucke ich mich doch. Darfst du doch gar nicht. Was ist das denn? Früher waren da immer so Fallschirmspringer und so weiter alles drin. Ach, das ist hier so ein matschiges Vieh, das kannst du auf irgendwas draufstecken, auf einen Kugelschreiber oder so weiter. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß mit dem matschigen Vieh. So fängt der Lost Place ja gut an. Mit dem Kaugummi-Automat und mit dem Roller, der zu verkaufen ist. Was kostet der denn? Ist der Tick hoch oder was? Zum, was? Der ist umsonst zum Mitnehmen, steht da. Ich schwöre. Wo sind die Papiere? Steckt so, der Schlüssel im Eingang? Nee, nix. Doch, ja. Der steckt. Nein, im Ernst? Da, meiner. Ich hab Schlüssel. Pass auf. Ich hab noch nie auf dem Roller gesessen. Alter, ist so geil. Drang, lang, lang, lang. Komm, ich war mit dem direkt im Wettrennen. Komm hier hin. Komm, trau dich. Ja, auf der Suche nach einem Eingang an diesem verlassenen Gasthof. Aber ich glaube, das wird schwierig. Das wird, glaube ich, schwierig. Ja, komplett eingerichtet und man kommt nicht rein. Ja, das ist natürlich jetzt richtig mies, ey. Hier ist ein Wohnhaus, da ist auch schon ein Fenster, aber da kommst du nicht rein, das ist zu hoch. Hier haben wir schon alles zugemacht. Holz. Seiteneingang ist nicht. Seht ihr das, Freunde, da liegen nur Sachen auf dem Boden, man kann hier so ein bisschen reingucken. Tisch steht auch noch da und alles. Ja, schade, dass man da nicht reinkommt, ey. Fängt nicht gut an. Ich bin gespannt, wie das weitergeht, ey. Wenn manchmal so Tage so sind, dann ist meistens immer irgendwie eine Kacke nach der anderen, ne? Ich hoffe nicht. Ja, Freunde, uns lässt das nicht keine Ruhe. Wir sind jetzt noch mal im Haus hier. Da ist diese Gaststätte, da kommt es rein. Alle alte Gegenstände, hier so eine alte Holzkiste. Alter, wäre geil, wenn wir hier reinkommen, ne? Das war nichts. Das sah so aus. Ach nee, ey, Freunde, wir kommen nicht rein. Liebe macht eine Party gefeiert. Stühle, Bierchen. Und so alte Gegenstände hier. Auf dem Boden auch Obst aus dem alten Land. 2010. Naja. Oh, Scheiße, ey. Da kommen wir leider nicht drauf. Wie alt diese Stühle sind? Was Waschbecken hier, so ein altes, kleines. Ja, wo ihr auch drauf ist, auf solchen Dingern. Ja. Die sind cool, ne? Die Stühle. Ja. Guck mal hier, so ein altes Schränkchen hier. So eine Kiste noch. Ja, Freunde, das war wieder mal ein Satz mit X. Das war wohl nichts. Der Tag, der soll eben nicht gut enden. Ich habe keine Ahnung. Das wird nichts. Wir kamen nicht rein, habt ihr ja gesehen. Gaststätte ist auch nix und ja, mies, aber kannst du nichts machen. Manchmal hast du einfach solche Tage, ne, Freunde?